Hallo ihr Lieben, ja ich bin hier mit der kleinen Smilla. Ich habe gerade spontan entschlossen, dass ich sie jetzt mit in die Stadt nehme. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen erledigen und wollte auch noch zu C&A. Ich habe zwar gerade erst ein C&A-Paket bekommen die Tage, aber ja, ich habe da noch was gesehen, was ich gerne wollte, was auch runtergesetzt war. Huch. Und letztes Mal hatte ich kein Geld dabei. Deswegen muss ich noch mal hin und dann wollte ich noch zum Stoffladen und vielleicht ein bisschen Stoff kaufen, denn ich wollte auch mal versuchen, was für die kleinen Mäuse zu nähen. Und genau, das müssen wir in der Stadt noch erledigen. Und genau, ich habe mir überlegt, dass ich die Kleine mitnehme. Ich ziehe sie jetzt schnell um. Das werde ich nicht filmen, denn ich muss mich ein bisschen beeilen und dann melden wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, wie ihr seht, hat die kleine Maus jetzt dieses Outfit anbekommen von Carter's. Das ist einmal der Body, dann ist das diese süße Hose mit dem, wer siehst du was? Mit dem Äffchen am Po. Und dazu diese grauen Socken, die waren bei dem Dumbo-Outfit dabei. Sind ein bisschen groß. Sie hat echt kleine Füße für ihre Größe. Und ja, ich habe gemerkt, ich habe echt wenig Sachen mit langen Ärmeln. Deswegen ist sie kurzärmlich. Aber ich finde, das ist okay, denn sie bekommt ja gleich den Teddy-Anzug noch drüber. Und dann noch eine Mütze auf und dann weiß das ja keiner. Und naja, sie wird auch nicht frieren, weil sie nicht echt ist. Und deswegen machen wir das jetzt so. Jetzt stecke ich sie noch in den Teddy-Anzug und dann melden wir uns nochmal. So, und jetzt ist sie auch schon fertig. Sie hat den süßen Teddy-Anzug anbekommen. Der ist so kuschelig. Und die wunderschöne bunte Mütze. Die habe ich euch auch, glaube ich, schon mal im Hall gezeigt. Ich finde die so unglaublich schön und sie ist so süß darin. Ja, so. Na, siehst du was? Jetzt werde ich sie in die Trage setzen und die Trage an mich heranbringen und dann gehen wir auch schon los. Ich weiß nicht, wie viel wir filmen, was ich euch alles zeige. Ich versuche ein bisschen zu filmen, aber ja, lasst euch einfach überraschen und ich lasse mich auch überraschen. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wie ihr seht, mir ist so eingefallen, dass ich euch vorher gar nicht mehr gezeigt habe, wie die kleine Maus hier drinne sitzt. Ist jetzt auch gerade ein bisschen schwer. Versuche mal euch hier zu zeigen. Na? Da ist die kleine Maus ganz eingekuschelt. Und ja, jetzt erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was zu unserem Ausflug. So, ihr Lieben. Die kleine Maus ist noch total eingekuschelt. Ich musste euch das nochmal zeigen, weil ich finde, oh mein Gott, sie sieht so unglaublich süß aus in diesem Anzug und mit der bunten Mütze. Total süß. Ich wollte eigentlich unterwegs mehr für euch filmen, aber es ist dann echt was viel dazwischen gekommen. Also wir waren bei C&A, das habe ich euch ja kurz gezeigt und sind dann auch recht schnell wieder heim. Also wir waren auch nicht mehr im Stoffladen, denn die Zeit ist dann etwas knapp geworden. Ich habe nachher noch was vor. Ich gehe nachher noch ins Schwimmbad. Und ja, deswegen sind wir dann mit dem Bus zurückgefahren und 2 Haltestellen vor meiner Haltestelle wollte ich, nee, da wollte ich noch nicht aussteigen. Aber da habe ich mir überlegt, wenn ich aussteige, dann filme ich noch ein bisschen für euch.
Und dann habe ich aber gerade gesehen, dass eine gute Freundin von mir aus dem Bus aussteigt mit ihrer kleinen Tochter. Und dann bin ich ganz schnell auch ausgestiegen und habe mit denen noch ein bisschen gequatscht. Und ja, wir sind ein Stück zusammengelaufen, deswegen konnte ich da nicht mehr filmen. Und als wir uns dann getrennt haben und ich musste in die andere Richtung laufen und die beiden sind Richtung nach Hause gelaufen, wollte ich gerade mein Handy rausholen und weiter filmen, noch ein bisschen den Weg und noch ein bisschen erzählen. Und in dem Moment, ich wollte gerade über den Zebrastreifen gehen, da sehe ich, dass ein Auto vor dem Zebrastreifen anhält und das war meine Mama. Und meine Mama wohnt wirklich am anderen Ende der Stadt, also das war echt ein Zufall. Also sie wohnt hier gar nicht in der Gegend. Aber das war dann ein lustiger Zufall. Ich bin dann bei ihr eingestiegen. Sie hat mich das letzte Stück noch nach Hause gefahren. Wir haben auch noch mal kurz gequatscht. Und deswegen habe ich dann nicht mehr gefilmt. Was ich toll fand, oder was heißt toll, was ich ganz gut fand, ist, dass meine Mama gar nichts gesagt hat, denn ich hatte ja die Kleine in der Trage dabei. Und normalerweise findet meine Mutter die Puppen ja ganz schrecklich. Und, oder das heißt normalerweise, sie findet sie ganz schrecklich und findet das alles einfach total furchtbar. Und dass ich mit denen rausgehe, wahrscheinlich noch schlimmer. Und sie hat das einfach komplett unkommentiert gelassen. Also sie hatte gar nichts dazu gesagt, als hätte sie gar nicht gemerkt, dass ich das Baby dabei habe. Fand ich ganz cool, denn das ist auf jeden Fall bei ihr die Alternative zu einem blöden Kommentar. Und ja, von daher fand ich es gut. Sieht die Kleine jetzt mal nebenher aus. Ja. Mit der Trage wird es einem echt warm. Ich merke, dass hier ist das schon so ein bisschen angeschwitzelt. Also kalt wird es einem auf jeden Fall nicht. Heute war dann doch ein warmer Tag. Die Kleine war zu warm angezogen mit dem Teddyanzug. Und ich denke, auch im tiefsten Winter, wenn man das Baby da vorm Bauch hat, wird es einem einfach nicht kalt. So, süße Schnecke. Ich zeige euch jetzt gleich noch, was wir bei C&A eingekauft haben. Und was mir noch aufgefallen ist, oh, ich rede gerade so viel, tut mir leid. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist, dass ich euch unsere Trage noch gar nicht gezeigt habe. Wir haben nämlich die Masupi-Trage. Huch, was ist mit dem Arm? Ist ganz verdreht. Ups. So, Snacky. Und ich habe die noch gar nicht gezeigt, ist mir vorhin aufgefallen. Vielleicht mache ich da noch mal ein Video drüber, aber hier ist es ein bisschen schlecht, weil es so eng ist. Und ich habe eben keinen, der mich filmt. Ich könnte das höchstens im Spiegel filmen. Denn wenn ich die Trage wirklich vorstelle, dann will ich die natürlich auch so vorstellen, dass, wie sie an mir dran ist und so. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr mir das gerne mal schreiben und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie organisieren kann. So, die Kleine ist ganz zerzaust. So, ich hole jetzt mal schnell die Tüte, die liegt hier drüben, und zeige euch, was wir eingekauft haben mit C&A. Das sind nämlich wieder nur Babysachen. Für mich kaufe ich ja nichts. Und du musst ein bisschen Platz machen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich lege sie hier an die Seite, damit ihr sie noch ein bisschen sehen könnt. Denn ich glaube, ihr seht sie alle gern, oder? Also ich jedenfalls schon. Ich könnte sie stundenlang angucken. Ich bin so verliebt in dieses Baby. So. Ah, ich habe doch was für mich gekauft. Und zwar vier schwarze Leggings. Die zeige ich euch nicht, weil das ist langweilig. Sind einfach nur alle gleich, weil ich eigentlich jeden Tag schwarze Leggings anhabe. So. Das erste Teil, das ich gekauft habe, ist nicht für uns. Das ist für den kleinen Bennett. Das Baby von unserer guten Freundin Vivi. Und machen wir jetzt auch schnell den Preis ab, weil das eben ein Geschenk ist. Und zwar ist das ein Set. Und zwar ist das einmal, Momentchen, diese Hose. Eine süße Hose mit falschen Taschen. Nicht cool. Ich dachte, das sind echte Taschen. Dieser super coole Kapuzenpulli, wegen dem wir das Set auch gekauft haben, mit Dinos. Und, steht da drauf. Total süß. Ich liebe ja Kapuzenpullis an Babys. Jetzt sieht er hier total groß aus, gerade neben der kleinen Maus. Also, die wird da, glaube ich, der wäre ihr sogar zu groß und Bennett ist noch kleiner als sie. Aber ich habe gefragt, ob er in 56 passt und seine Mami meinte ja und deswegen haben wir den jetzt einfach gekauft. Und dann ist da noch ein T-Shirt bei. Das habe ich selbst noch gar nicht angeschaut. Ich habe es einfach so gekauft. Oh, das ist hier süß.
Das ist ein, ich hol's jetzt nicht raus, das ist ein Langarm-T-Shirt. Das ist ein Langarm-T-Shirt. Und da sind nochmal drei so Dinos drauf. Und die haben jeweils ein Teddybären. Ist das goldig? Die haben jeweils ein Teddybären dabei. Total süß. Hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht für den Mio oder die Smilla auch noch mitgenommen. Aber auf jeden Fall ist es total niedlich. Das bekommt sie, denn ich muss unbedingt ihr Paket abschicken. Und weil das so mega lange gedauert hat, denn die Sachen für sie habe ich schon in Amerika gekauft. Deswegen bekommt sie jetzt als Entschädigung eben noch ein Outfit dazu. Dann habe ich für Mio aber das hier gekauft. Und das ist fast das gleiche Outfit. Also das ist auch mit diesen gleichen Dinos hier an dem Pulli. Und dazu diese Latzhose. Ich liebe einfach Latzhosen so sehr. Das gab es in der Kleingröße nicht. Deswegen habe ich für den Bennett das andere gekauft. Ich finde aber beide Sets total süß. Hier ist dieser Dino drauf. Steht nochmal raw. Die kann man unten aufknöpfen. Das ist ja immer ganz gut. Und guck, diese süßen Knöpfe. Da sind so Bärengesichter drauf. Total süß. Und das ist hier eben ein, na, ein Pulli. Mit nochmal diesen gleichen Dinosauriern drauf. Total niedlich. Also das ist für Mio. Hinten sind übrigens Taschen, eine Tasche und die ist sogar echt. Deswegen ist das das gute Outfit für uns. Hier ist auch noch eine Tasche. Auch die ist echt. Jo. So. Und dann habe ich noch zwei Sachen gekauft für die liebe Noemi. Und zwar einmal diesen Pulli. Den gab es auch schon. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, sogar, als ich den gesehen habe. Und damals fand ich den so toll, wollte den unbedingt haben, hatte aber kein Baby, dem der passt, denn den gibt es erst ab 62. Und ich hatte einfach kein Baby, das 62 hätte tragen können. Deswegen habe ich das dann nicht gekauft. Und deswegen habe ich den jetzt gekauft für Noemi, weil sie eben größer ist. Und ich finde den so unglaublich niedlich, diesen Pulli. Der ist so süß. Ich freue mich so, dass ich den gekauft habe. Und dann auch noch für Noemi habe ich eine Mütze gekauft. Die fand ich so süß. Die musste einfach mit. Obwohl Noemi gar keine Winterjacke und nichts hat. Nur so eine Regenjacke. Und zwar ist es diese Mütze hier. Die ist so süß, oder? Hoffentlich passt die ihr. Die kommt mir nämlich ein bisschen eng vor. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sie hier noch zugeschnürt ist. Zugeknotet. Also, ich hoffe, da passt sie dann gut rein. Und ich finde das so süß mit dem Häschen, mit der Schleife und dem Bommel hier oben. Einfach mega, mega niedlich. Ja, das sind die Sachen, die ich gekauft habe. Und ups. Wie gesagt, werde ich mich jetzt fertig machen, zum Baden gehen und die kleine Maus wird sich jetzt zum Schlafen hinlegen. Und oh Gott, sieht sie nicht so süß aus. Ach so, durch die Kamera gucke ich gerade und finde, sie ist so goldig. Ja. Okay, ich denke, wir machen auch Schluss für heute, denn das Video ist schon einigermaßen Viertelstunde oder so lang. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit und die Kleine darf winken. Ich muss mich nur wieder hinknien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.